Hallihallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Overwatch. Wir spielen 6 gegen 6 Lockout und wir spielen mal Sombra, Lockout Elimination. Das bedeutet, dass das Gewinnerteam, die hacken wir mal, die Helden, die es gerade spielt, in der nächsten Runden nicht mehr spielen kann. Das heißt, wenn wir gewinnen sollten, darf ich Sombra nicht mehr picken. Fuck, die räumen ordentlich auf. Oh, das wird spannend. Nee, doch nicht. Okay. Fuck. Ich hatte gedacht, das sieht gut aus, weil wir die Dings gut bekommen haben. Die Gegner dürfen jetzt kein Genji, kein Junkrat, kein Roadhog und die anderen drei, die sie gerade hatten, nicht mehr picken. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viele Champions es gibt, aber es heißt, 18 verschiedene Champions werden gespielt. Mindestens. Kann natürlich sein, dass sie nach einer Verliererrunde sagen, okay, den Champion wollen wir nicht nochmal spielen. Und ja, mal gucken. Eigentlich war der erste Pick gut, aber die haben auch schon Cheese-Charaktere gespielt. Das muss man sich natürlich auch so ein bisschen einteilen. Wenn man natürlich direkt so Junkrat und Genji spielt in der ersten Runde zusammen irgendwo rein, dann ist das natürlich schon krass. Das fehlt denen natürlich gleich. Da haben wir schon mal einen weg, sehr schön. Die hacken wir mal. Oder auch nicht. Irgendwer hat da das Schild weggemacht. Und naja, so viele Leute gibt es nicht, die das machen können. Oh, da ist ein Bastion. Aber die sollten jetzt sterben. Den holen wir mal. Ja, die Runde geht, glaube ich, an uns. Zack. Ach, das ist eine Anna. Dann holen wir die mal. Ey, Anna, bleib mal hier. Oh. Oh, shit. Ich dachte, das ist noch oben. Naja, nicht schlimm. Das mit Sombra ist ja eben immer so ganz speziell. Der ist nicht schwer. Aber wenn man einmal nicht richtig drauf ist, dann verziehe ich persönlich immer sehr stark. Dafür ist der Vorteil, wenn man drauf ist. Ist man natürlich weiterhin drauf. Ich glaube, ich spiele mal Reaper. Das Gute ist jetzt natürlich, also wir haben eine sehr ausbalancierte. Wir haben jetzt noch Soldier und Pharah gleich offen und einen Junkrat zum Reinschießen. Also es läuft hier sehr gut. Und wenn ihr den Modus noch nicht gespielt habt, für den ersten Sieg in diesem Modus gibt es einmalig eine Lootbox. Die habe ich auch noch nicht geholt. Aber das tun wir jetzt. Und let's go. Übrigens sehr interessant. Ich gehe da... Holy moly. Normalerweise nicht drauf ein in den Spielen. Ich lese sowas zwar oft, aber wir haben hier... Haben wir keinen... Ah, wir haben keinen Defensivcharakter. Das ist natürlich nicht so gut. Aber der Panferno, hallo. Hab mich erkannt. Das hatte ich in Overwatch tatsächlich noch nie. Das ist das erste Mal, dass ich in Overwatch erkannt werde. Na? Ach, wir gucken dem Panferno auch gerade zu. Ja gut, das wird er jetzt zu 2 gegen 5 wird er schwer. 1 gegen 5 wird, glaube ich, nice ass. What the fuck? Ja, da kann er jetzt nicht mehr viel machen. Das war, denn das Einzige, was jetzt an der kommt, negativ war, das habe ich gar nicht so mitbekommen, ist natürlich, dass wir keinen Defensivcharakter hatten. Also bis auf Orisa, aber die war auch nicht da oben. Oder das Schild war sofort down, was mit Orisa natürlich sehr schnell geht. Ich weiß jetzt nicht, was die noch so offen haben. Sonst spiele ich einfach mal gerade den Defensiv-Tank. Okay, da addet mich noch mehr. Ah, ist ein Mate. Okay, gut. Dann wird der mich... Freundschaftsanfragen nehme ich natürlich nicht an, Leute. Tut mir leid. Allgemein mache ich sowas nicht, weil sonst wird das zu voll und ist dann auch ein bisschen blöd. Wenn man privat unterwegs ist, einfach nur ein bisschen Zeit verbringen will. Wow. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und dann Leute mit einem reden möchten, was ja verständlich ist. Und ich rede generell auch gerne mit den Leuten. Aber ja. Ich bin gleich tot, Leute. Ärgerlich. Ein bisschen Heal wäre da halt nice. Vor allem, wenn die Ender in einem steht. Und der Lucio neben einem. Natürlich war das wieder Hanzo, der mich da getötet hat. Also nicht viel, was ich machen konnte. Ich wollte reinlaufen und Shift drücken. Das ging dann natürlich nicht, weil Hanzo uns vorher outskillt hat. Nee, das sieht nicht gut aus. Da müssen wir den Bastion irgendwie versuchen zu kriegen vorher. Dass der sich da hinter dem Schild, hinter einem Orisa-Schild verstecken kann, ist nicht so gut für uns. Aber naja. Alle guten Dinge sind zwei und die nächste Runde läuft bestimmt besser. Neue Runde, neue Möglichkeit, Sombra zu spielen. Das war schon wieder sehr risky. Ich dachte, wir müssen nach links raus. Ich bin detected. Hilfe! Aber ich bin auch gar nicht detective. Ich bin fast tot. Haben wir einen Heiler? Nein. Das ist nicht gut. Dann gehen wir mal hier an die Seite und versuchen, vielleicht von hinten irgendwo ranzukommen. Und... So. Und weg hier.
Das ist gut. Ich häng fest. Ich häng fest. Hi. Fuck. Ach, schön. Oh nein. Ich hab da keine Chance. Da bin ich tot. Ärgerlich. Vor allem, weil die auch keinen Heiler haben und sie haben es mit 4 Leuten nicht geschafft, irgendeinen rauszunehmen, sondern nur ich und der Genji haben 2 Leute geschafft zu töten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt haben wir eine sehr viel defensivere Composition. Man könnte schon fast sagen, zu defensiv. Sind die jetzt alle schon low? Ja, tatsächlich. Und die holen wir mal? Nee. Kriegen wir nicht. Aber sie ist im Eis, oder? Ja. Ich bin tot. Ich will weg hier. Ah, ich habe das Dings draußen gehabt. Wusste ich natürlich. Oh mein Gott, dass ich da sterbe, ist richtig schlecht von mir gemacht. Da darf ich nicht sterben. Das war wirklich bad. Aber das, die Runde sieht sehr gut für uns aus. Dann darf ich leider keine Sombra mehr spielen. Dann würde ich sagen, nehmen wir als nächstes mal Pharah. Let's go. Dann nehmen wir mal dahin. Oh, da ist eine Widow. Von der wollen wir natürlich nicht getroffen werden. Aber wir kümmern uns erstmal um den Junkrat da. Glaube ich. Und die müsste da ungefähr rauskommen. Fuck, fuck, fuck. Jetzt da hoch. Und weg mit dir. Oh, scheiß mir. Aber wir... Oh nein, die Gegner haben wir ihn gefunden. Oh, die Widow ist auf mir. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht gut. Ich bin auch fast down. Bum, bum, bum. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen reinficken. Aber wir haben jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten. Jetzt haben wir keine Widow mehr, die unser Team anscheinend hart kontert. Was? Haben wir denn? Ne, wir können keine Sombra haben. Wir hatten die gerade schon. Es hatte sich nur so angehört, als hätte sie da gehackt. Aber da war da keiner. Da hinten ist irgendwas. Da ist die Sombra. Oh, hier oben sind welche. Weg mit dir. Weggesnackt, du Hund. Badam, dam, da, 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 du Hund. Let's go. Komm, 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 komm. Okay, wir gehen mal wieder hier hoch. Oh. Aber ich weiß nicht, ob wir gerade zu viel... Egal. Sieg ist Sieg. Ich muss hier weg. Danke sehr. Wie macht man Danke? So. Kurz mal überlegen, wie man Danke macht. Let's go. Ja, wir... So langsam kriegen wir die. Ich gehe mal da ein bisschen auf die Ender. Ich war viel zu viel defensiv in der Runde hier. Wow. Hallo? Danke. Nein! Die dumme Kuh. Jetzt kommt's drauf an. Jetzt kommt's drauf an. Ich würde eigentlich sehr gerne Junkrat fast spielen. Allerdings habe ich jetzt schon 2-mal Damage gespielt. Ich könnte auch fast... Nee, kann ich nicht. Whatever. Oder wir spielen mit Tracer. Spielen wir Tracer. Let's go, Super Mario. Oh nein, ich glaube, ich habe einen DC. Ich habe auf jeden Fall einen DC. Da sind wir wieder. Mal gucken, ob sie es ohne mich schaffen. Dann haben sie in 5 gegen 6 gewonnen, weil ich von Anfang an down war. Nein, das werden sie nicht schaffen. Das ist natürlich sehr geil, da ich genau da einen DC kriege. Hi. Na gut, dann gibt es noch eine dritte Runde. Alle guten Dinge sind 3. Alle guten Dinge sind 3, Leute. Und dann carryen wir mal jetzt mit Sombra. Oder gucken dabei zu, wie unser Team carryt. Das ist nicht gut. Das ist ja eine super Runde für Sombra. Dann gehen wir mal da raus ran und hacken. Madame, die sich schon selber getötet hat. Da sagen wir nicht nein. Und warten kurz, bevor wir reingehen. Jetzt. Hi. Weg mit dir. Oh. Und weg ist er. Da ist noch ein Genji. Den müssen wir natürlich kriegen. Der ist fast down. Hi. Komm, Genji. Und hi. Ich liebe mein Passive. Let's go. Kriegen wir den. Nimm 2 gegen 1. Das ist so spannend, Leute. Let's go. Geht geil. Einfach mal ein bisschen damagen immer. Hi. Und nicht davon getroffen werden. So. Hi. Und go. Hi. Wechsel mal. Easy's! 2 gegen 1 in meinem Leben! Also da die gerade so reingecheased haben und da nur gestanden haben, spielen wir jetzt mal Junkrat. Und ficken ein wenig rein. Wir ficken. Oh shit, da ist eine Widow. Tschüss. Genug gefickt. Fuck, wir werden gefickt. Hi. Und wir bleiben mal kurz hier hinter. Ah, war das knapp. Gehen wir da hoch? Ich weiß es nicht. Ich mach mal... Nope. Hilfe. Hier. Somewhere. Somewhere over the rainbow. Das sieht gar nicht gut aus. Wir werden hier sterben. Ich weiß gar nicht, was mich da die ganze Zeit getroffen hat. Ach du Scheiße. Hi. Ich glaube, das 2 gegen 6 werden wir nicht schaffen. Ach du Scheiße. Hi.
Aber die Runde war gar nicht so negativ für uns. Die hatten da einige Damage-Dealer, die jetzt nicht mehr picken können. Das muss man dazu sagen. Ach komm! Das ist so unfair, wenn man so gut ist wie ich, aber dafür nicht belohnt wird. Das ist ein Spaß, Leute. Chill doch mal. Da ist ein Genji irgendwo. Ach, da oben. Hi. Und, krieg ich noch einen Heal irgendwo? Anna? 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 Danke! Und dann tracern wir noch eine Runde. Let's go, guys. Da ist, glaube ich, auch ein Tracer, wenn ich das richtig gehört habe. Ja. Oh, schön. Hi. Die wird tot sein. Weg mit dir, du Bitch. Wir heilen uns mal kurz. Ich weiß nicht, ob wir noch Heals haben, aber nichtsdestotrotz heile ich mich da mal lieber. Wir gehen mal an die Seite hier. Da ist wer gestorben. Das heißt, da könnte... Ne. Wer sein? Oh. Die wollen wir haben. Und die haben sogar einen Heiler. Oh nein, ich muss hier weg. Oh shit. Wer ist denn da gestorben? Hi. Das ist schön, dass wir... Ja, wir müssen uns mal ein bisschen heilen. Oh. Das ist jetzt nicht... Das ist im wahrsten Sinne des Wortes wenig gewesen. Fuck, ich bin tot. Ja. Hatte gedacht, da ist nur die Mercy so weit vorne. Und nicht auch noch der Reaper. Beep, beep. Beep, beep. Eine letzte spannende Runde, Leute. Wenn wir das hier gewinnen, dann seht ihr sogar, wie ich eine Truhe öffne. Ist das nicht krass? Hi. Und in der Zeit zurück. Und ein wenig nach hinten. Weil das halte ich nicht aus. Okay. Hi. Da gehen wir mal kurz. Oh, da muss ich aufpassen. Aber wir haben einen Kill bekommen. Hi. Oh, sehr schön. Und wieder zurück in der Zeit. Da ist ein Turbion, das ist scheiße. Der kontert mich natürlich stark. Unsere Mercy darf da eigentlich nicht sterben. Da. Aber ist sie halt passiert. Oh nein, das ist nicht gut. Da werden wir gerade geraped. Das hätte nicht passieren dürfen, nachdem wir den ersten Pick gemacht haben. So. Oh shit. Hi. Geht zurück in der Zeit. Danke. Fuck, ich bin fast low. Haben wir noch einen Heiler? Nein. Dann warten wir kurz ab, bis wir unseren Backwards in Time haben. Okay. 3, 2, ne. So. Sehr schön. Ist der Tower jetzt noch da? Ja. Hi. Ah. Woo! We got him. Wo sind die denn? Der lebt noch irgendwo, wer? Da hinten ist einer. Und hier um die Ecke ist einer. Hi. Und zurück in der Zeit. Haben wir gewonnen? Ja. Ich weiß nicht, wer auf der... Oder haben wir den... War der Dings tot? Anscheinend war der tot. Whatever. Das Gute war halt, die Runden, die gewonnen haben, da waren immer sehr viele DDs weg. Und deswegen... Ey, warum nicht ich? Wie ich den Turret getötet habe. Das war locker easy. Gucken wir uns das noch gerade... Ah, das ist da, wo ich jetzt sterbe. Ja, Mann. Ich bin im Play of the Game, Boys. Also, what's the problem? Ah, ja, okay, dass sie da stirbt. Ist kein Wunder, aber sie musste was riskieren. Deswegen war es okay. Yeah, Mann. Also, wow. Dann öffnen wir noch die Truhe. Und... Zwei, hier. 3, 2, 1. Hi! Ah, wow. Ein Rare Item. Much fun. Wuhu. Na gut. Dann vielen lieben Dank fürs Zugucken, Leute. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.